Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ha, in der letzten Folge haben wir den imperischen Thron betreten, nur um voll auf die Schnauze zu bekommen von den Gegnern hier. Ich glaube, ich habe schon einen von den Dingern hier offscreen aktiviert. Ja, da ist ein schon weg. Jetzt frage ich nur welches. Und ja, die Expedition, genau. Ach ja, Level 19 habe ich jeden hier erstmal gebracht, ne? Aber dazu gleich mehr. Gucken wir erstmal hier. Ich habe, glaube ich, nur das erste Dingen hier gemacht. Also ich habe nur zum ersten Mal hier irgendwas hingeschickt. So, gucken wir mal. Ich habe irgendwie ein paar Sachen offscreen gemacht. Die will ich ja jetzt erstmal aus dem Weg räumen hier. Expedition. Fantastische Landschaft habe ich. Was ist das? Ach so, ja, das ist ein Bild, was ich, glaube ich, bekommen habe hier irgendwo. Hier, das hier habe ich gefunden. Oh, schön, ne? Wahrscheinlich wieder eine Anspielung an irgendeinen Tales-Auftrag. Und ich finde einfach das Gesicht von Eisen richtig geil. So, oh. So ein richtig enthusiastisches Gesicht. Wo habe ich das gefunden? Wo ist das? Da, meine Güte. Gut, dann schicken wir mal irgendwas hier hin. Schau mal, damit wir aus dem Weg haben. So, ich glaube, ich habe noch irgendwas. Fertigkeiten, Felderweiterung. Ah, warte mal. Ja, das hier habe ich bekommen. Ha, es kann zwei Fertigkeiten gleichzeitig ausgelöst werden. Ha, und hier haben wir noch nicht ausgelöst. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß auch, wieso das noch nicht der Fall ist. Und zwar, weil uns ein Charakter noch fehlt. Ja. Aber das ist nur so meine Vermutung. Okay, dann. Was haben wir denn alles auswählen gemacht? Ja, ich weiß, das ist sehr nervig. Die ersten 5 Minuten, aber das ist für mich immer der Anfang der Aufnahmesession. Danach müsst ihr euch für 6, 7 Parts hier nicht mehr damit rumschlagen. Also ja. Auf Level 19 haben einige Charaktere was gelernt. Und zwar Velvet hat Schattenfluss gelernt. Habe ich alles noch nicht so in Action gesehen, glaube ich. Oder jedenfalls habe ich es nicht gesehen. Rokura hat Rüstungsknacker gelernt und Lavisette hat Kaleidos Strahl gelernt. Alles auf Level 19. So, dann Titel. Da hat Rokuro ordentlich reingehauen. Ich habe mir alles hier notiert. Ich finde das immer so schön, meine Liste so abzuhaken. Und zwar Titel, meine Güte. Letzter Samurai, Verzauberer und Meisterschmied. Letzter Samurai, was ist das hier? Mystischer Arzt, 30 nehme ich mal an, ne? Ja, 30. So oft? 50 Verzauberungen, ne, Verzauberer, meine Güte, 50 aufgewertete Ausrüstung, was hat hier, und Meisterschmied bei 3, maximal aufgewertete Ausrüstung, genau. Ja, habe ich auch ein paar Sachen so aufgerüstet hier, so, hat aber gar nicht ausgerüstet hier, aber hier so, fremdartige Dolch und so, habe ich alles mal ein bisschen hochgeballert. So, Eisen hat Meister ist Co. in der ersten Runde. Ich glaube, jetzt einfach nur schnelle Siege, ne? 100 schnelle Siege oder so. Ja. Und Velvet. 300 Kämpfe habe ich mit ihr schon anscheinend. 300 Kämpfe insgesamt. Gut, ne? So, damit war es was mit dem Titel. Und Ausrüstung hat eigentlich nur Magilohe Sachen gelernt. Kalzitmontur. Kalzitstiefel und. Boah, Entschuldigung. Und Bernsteinpuppe. Ja. Ja, Untote. Kalzitmontur, was gibt mir das? Das gibt mir KP-Absorbierung. Und was noch? Kalzitstiefel. So. Gut. Wieder dieser Prozentdinger. So, wann habe ich noch Drop? Genau. Ich habe was herausgefunden. Und zwar. Hier, beim Buch der Monster. Da steht ja bei einigen Gegnern, wenn ich mal hier einfinden würde, hier Beute Fragezeichen. Und das bedeutet, so wie ich das offscreen irgendwie herausgefunden habe, dass dieser Gegner irgendwas hinterlässt, und wenn da noch Fragezeichen ist, dann hat man das noch nicht, und ja, ist klar irgendwie, ne? Und ja, ich glaube, auf diese Weise kann man gut neue Ausrüstungen bekommen. Erinnerungsmedaillon, fremdartige Dolche. Also ich sollte vielleicht jeden Gegner so oft kaputt hauen, bis ich deren Drop hier bekomme. Weil ich habe hier, glaube ich, für einige Charaktere was bekommen.
ja, da kam, das war irgendwie in dieser Kanalisation von irgendeinem Viech. Ja, plus 8 Angriff, ja, das ist doch nicht schlecht. Venustasche habe ich noch bekommen, auch glaube ich in der Kanalisation. Also falls mir die Ausrüstungssachen irgendwie ausgehen, kann ich immer schön ja, in den Barona-Katakomben, weil das steht sogar da. Und ja, wenn mir irgendwie die Sachen ausgehen, dann kann ich hier einige Gegner irgendwie kaputt hauen. Die habe ich hier irgendwo in dem Gebiet bekommen, glaube ich. 574 Verbreitungsfähigkeit, ja. So, damit haben wir das hier schon mal alles abgelöst. Und jetzt hoffentlich, ich gehe jetzt mal ein paar Gegner hier aus dem Weg. Und ja, die ersten 5 Minuten jetzt wieder hier nur rumgeeiert und Ausrüstung hier und so gecheckt. Aber wo kommt man da hin? Da muss man, glaube ich, hin, ne? Da kommt man dann zu den Eingang, oder? Aber wenn ich jetzt wüsste, welchen Eingang ich noch mal hier eingeschaltet habe, ich glaube den linken, ne? Bin ich hier schon wieder alles abgegangen? Ich glaube ja. Falls ihr es noch nicht wisst, wir sind ja letzte Folge Game Over gegangen und deswegen musste ich hier ja noch mal reingehen und alles machen. Meist davon habe ich ausgehen gemacht wieder, damit ihr das nicht noch mal sehen müssen. Jetzt muss ich sowieso wieder hier rum. Hoffentlich hätte ich eigentlich hier schon wieder hingehen können und ganzen Sachen. Also ich habe mich schon mal da hinten hin platzieren können, aber ist schon wieder eine Woche her, seit ich aufgenommen habe. Deswegen kommt das ein bisschen, ja, komisch. Wir spielen immer noch auf Dingens, glaube ich, ne? Ja, auf hoch. Mal gucken, wie weit wir halt noch überleben. Ich möchte jetzt ungern hier durchrennen und kämpfen. Ich möchte jetzt erstmal, weil ich im Gebietchen weiterkommen oder nächsten Boss bekämpfen, was wahrscheinlich nicht so eine gute Idee ist. Wer weiß, ob hier überhaupt ein Boss kommt oder so. Aber da unten ist ein Speicherpunkt und ja, sind wir schon ein bisschen sicherer. Sind ich auf dem Rückweg, wenn ich hier wieder alles aktiviert habe, kaputt gehe und dann kann ich schon wieder hier reingehen und alles sammeln. Oh. どう、アイゼン。今ので何かが変化したようだ。取り返しがつかんものでないといいがのう。せいぜい幸運を祈るんじゃな。祈らないわよ。私は神の神殿を嵐に来てるんだ。ほほ。感心感心。自分が何をしているかちゃんと分かっておるようじゃな。 So, habe ich hier die Abkürzung schon gemacht? Ich glaube ja. Also sowieso, ich kann sowieso einfach nur runterspringen und das war's, ne? So, mal hier irgendwas fertig zu machen. Puff. Boah, ich muss erstmal wieder reinkommen. Hier muss ich glaube ich nur ein oder zweimal ein Seelen-Dingens einsetzen. Dann hat sie endlich einen neuen Titel. Ich glaube allgemein, einige Charaktere sind sehr kurz vorm Level Up. So. Ach ja, offscreen. Ist mir aufgefallen. Das mich zur Verzweiflung gebracht hat. Und zwar habe ich Velvet die ganze Zeit hier an der zweiten Stelle gehabt. Und ich wollte sie hier zurückbringen an der ersten Stelle, damit jedes Mal, wenn ich irgendwie sie einwechseln will, ja, ihre Rächerin, brennender Ansturm, okay. Ach, den haben wir glaube ich sogar on screen gefunden, aber da ich ja Game Over gegangen bin, hatte ich die nicht mehr. Was haben wir hier? Fokus plus 8. Nimm du die mal. Obwohl du hast schon voll viele Sachen, ne? Nimm du die. Oh, er kann Fokus nicht gebrauchen. Also, du Rokuro. Du heißt Rokuro. Ja, ich glaube, die haben wir. Jedenfalls, ich wollte die dieses Ding in hier, dieses Bildchen wieder an die erste Stelle bringen. Da war bei mir in der zweiten Stelle. Und ja, ich wollte die ganze Zeit wieder an die erste Stelle bringen. Also bei Magilo. Da war die ganze Zeit über Luffyset. Und ja. Ich habe das nicht hingekriegt, dass das wieder an der ersten Stelle kommt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auswechseln drücke, ist wurde Luffyset ausgewechselt.
Und ja, das hat mich zur Verzweiflung irgendwie gemacht. Dann habe ich natürlich gegoogelt, wie man das umändert und so, ne? Da habe ich aber nichts gefunden. Da tun nur andere Leute irgendwie Fragen stellen. Hör, wie tut man den Charakter im Kampf wechseln? Boah. Und ja, man muss einfach nur das Steuerkreuz dann links oder rechts drücken, anstatt L1 und rechts und links, um den Charakter zu wechseln. Und ja, da habe ich mich sehr doof gefühlt, nachdem ich das dann endlich herausgefunden habe. Dann habe ich aber so herausgefunden noch. Aber meine Güte, das war echt, weiß ich nicht. Da hätte sich echt gelohnt, irgendwie die Kamera laufen zu lassen. Also Kamera, ne? So, ich habe doch einen neuen Zauber mit ihr, oder? Oder hatte sie hier nicht gelernt? Blutmond, doch. Ne, Blutmond war das. Oh. Dann haben wir schon lange. Oh, Eisen ist kaputt. Wie ist das schon wieder passiert, ey? Gib mir das mal. Es ist Roku am Frecken. Was zum Teufel macht der denn schon wieder? Bis da. Aber ich sag, wir bauen. Was ist das? Ja, Roku ist irgendwie der stärkste in unserer Truppe, ne? Ja, der Seelenbrecher tut übrigens auch heilen, habe ich herausgefunden. Da wusste ich das schon vorher, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn man den einsetzt, tut man sich so ein ganz klein bisschen heilen. Also ja, muss ich mir merken. Ja, dich kriege ich doch bestimmt von hinten, ne? Oder du irgendwas merkst. So, bist du Wasser, okay. Bis dann, nein. Boah. Na. Mann, geh doch mal weg. Was hast du ab, ne? Jetzt hast du natürlich ab. Oh. Hat der Kleidungsstrahl von Luffy Set? Glaub ja, ne? Oh, da war schon okay. Dann macht er noch mal. Oh, oh nein, jetzt bin ich getäuscht. Oh Gott. Abruf. Ich habe keine Dings. Oh, auf R2 gedrückt, in Hoffnung, irgendwas zu treffen. Mal gerne wissen, ob das verwirrend ist, wie ich hier die Kämpfe mache. Mein ständiger Wechsel hier zwischen den ganzen Charakteren. Oder es hat noch. So, alle sind noch kurz vom Level ab, also kommen. Also kommt man noch irgendwie so mit, was hier im Kampf passiert, oder? Oder es hat vollkommen ja, weiß ich nicht. Oh, wir machen noch mal die Mystikart. So, L2, meine Güte. Ja, tut mir leid, ist schon ein bisschen näher wieder. So, ihr kommt. Also geht hier die Übersicht vollkommen verloren, oder ist das noch halbwegs übersichtlich, was ich hier mache? Ich habe natürlich schon angefangen, mir hier und da so ein paar Let's Plays anzugucken von Tales of Berseria. Leuchtturm, okay. Allerdings natürlich nicht so weit, so weil nicht nur die ersten Stunden oder so. Wie gerade nur so aus dem Gefängnis ausgebrochen sind oder irgendwie so was. Und ja, ist genau das wieder passiert, was ich mir gedacht hätte. Die Leute, die diese Spiel spielen, spielen nur Velvet. Die spielen nur Velvet. Einer hat irgendwie noch kein einziges Mal, der weiß, wie man den Charakter wechselt, hat noch nie den Charakter wechselt, habe ich so ein Gefühl. Nur wer wird die ganze Zeit. Das fände ich ein bisschen zu langweilig. Tut mir leid. So, du musst noch. Du musst auch noch. Boah. Ja, tut mir leid, das fände ich ein bisschen zu langweilig, die ganze Zeit nur den Hauptcharakter zu steuern. Vor allem, wo es in dem Spiel ja so extrem einfach ist. Also, weiß ich nicht, das geht in meinen Kopf nicht rein, aber das ist nichts Neues. Das
Das sehe ich in jedem anderen Tales of Let's Play. Anderen Let's Play tun jedes Mal nur den Hauptcharakter steuern, das ganze Spiel lang. Am besten ist das ja immer, wenn man irgendwie gezwungen wird, in irgendeinem Kampf einen anderen Charakter zu spielen und die Person weiß nicht, wie man den Charakter dann spielt. Habe ich mal bei Tales of Exilia irgendwie gespielt. Hat einen irgendwie das ganze Spiel lang nur Mila gesteuert und an einer Stelle musste man zwangsmäßig Jude spielen und ja, die kam darauf echt nicht klar. Also ja, aber wer weiß, was ich jetzt schon wieder alle habe, ne? Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der irgendwie die Let's Plays hier falsch macht. Vielleicht muss man ja immer nur bei einem Charakter bleiben. Panzerhexler, was ist das denn? Neue Waffe, neue Sachen zum Lernen. Fähigkeit gegen großen Wesen ausgezeichnet. Komisch. I don't get it. Wer weiß, vielleicht spiele ich ja die ganze Zeit die Spiele ja falsch und weiß ich nicht. Also mein Verfolger spricht da für sich selber, ne? So, okay, wir sind oben angekommen. Was ist hier los? Und der Boss, wir sind alle tot. Nicht der Einzige, der irgendwie eine Lücke in diesem Plan findet. Ja, oh, da ist ein Speicherpunkt ausgezeichnet. Die Flammen des Hasses. あんがい何も考えて恨むのではないか。違うよ。殺したって言ってた。演説の時だ。俺も聞いた。アルトリウスは仇だ。それにしたってすっごい憎しみでふよ。アルトリウス様とはどんな関係なんでふか。様はいらんぞ。わと。その時が来れば分かるだ。生きてアルトリウスに牙を突き立てられれば。 Wie alle einfach nur so zustimmen, so ja, okay, machen wir den Jatten platt. Siehst du ihn da drin, bestimmt noch ein ganz Dungeon voller Monster und so, ne, dass ich hier überqueren muss. Also vielleicht mal Velvet in die Truppe nehmen und Magido rein. Falls ihr wirklich hier der Kampf kommt, falls ein Bosskampf kommt, muss ich sowieso jemand anderen steuern aus als Magido. Sonst wird es gefährlich. Magido wird wahrscheinlich mehr so
Sie hat ja auch eine Heilart, die ich zwar nie sehe, weil ich sie ja immer steuere, seit ich sie bekommen habe. Und ja, könnte vielleicht nützlich werden. Ist noch nicht wieder eingestellt ist in der Taktik und hallo. Der finale Kampf. Wir sind verfrüht, aber egal. Und da auch da. Das hat erstmal die sich wieder sehen, ne? ゴーマリセレ随分風変わりな仲間を集めたな。シアリーズもいるわよ。私の胃袋の中に母鳥となることを望んだ。今度は前のようにはいかない。あの子のライフセットの敵を撃つ。 Da wird wohl nichts mit dem Plan 78. Was? Null. Ich hab gesehen, da stand 0. Ich stehe immer 0, 13. Doch, ich habe mich verfehlt. Kann ich ihn als einziger Schaden machen? Ja, dass sein Plan wird nicht funktionieren. Meine Güte, ehrlich, irgendwas sagt mir, der wird nicht so schnell sterben. Er scheint auch nicht anzugreifen. Ah, ja, also getreten. Das war okay. Oh Gott. Nein, geh weg von dem. Ist eine der neuen Techniken irgendwie eine Dingens Schattenfluss. Sollte ich vielleicht mal einsetzen. Wie sieht denn die aus? Oh geil. Und jetzt kommt er mit dem Mystikard. Okay. Wenn ich lügen, aber es sah ein bisschen unspektakulär. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass... du eine Chance gegen hast. Mein hat der den Kampf sie ja beigebracht. で相対そう。聖主カノムシと共に。一瞬で回復しやがった。で、あとボンヌ。まさか本物。そりゃ反則じゃろ。この感じ。これは。こいつはあの夜の。 まだよ。回復を。もう無理だよ。逃げないと。今度は逃がしませんよ。 Oh Gott. 申し訳ありません、アルトリウス様。 Singre-sama ga keigo shite iru to omoi, yudan shimashita.
しぐれなら修行に出た。そもそも私を一番切りたがっているのはあいつだ。変わらないな。まったく。アイフリードの時といい勝手なやつだ。やはりこの爺が。違う。誰よりあんたを切りたいのは私だ。アルトリウス様、この傲慢の始末はお任せください。 Da sind noch drei andere von denen, ne? Die sind doch alle irgendwie gleich stark, so habe ich das Gefühl. ベルベットは戦うの。あの子、ライフィセットは痛かった。なのに私は何もできなかった。ごめん、ごめんね。 ゴーマと慣れ合うと、二号、お前は罰を与えましょう。そのゴーマを殺して、お前も命を絶ちなさい。ヨード、契約を忘れたか。これはお前の主の命令です。命令なんて。 Sollen wir echt in das Portal reingehen? Ist echt so eine gute Idee gewesen, ins Portal reinzuspringen, das gerade erst aufgetaucht ist. Na, wer ist der alte Mann überhaupt? Nehmen wir jetzt mal noch gar nichts. Außer hat der hier von Artorius, den Hohepriestern, Exorzisten gehört. Der Fluch des Helden. Wo sind wir hier gelandet? Das sieht so Final Fantasy aus. War der schon am Verwesen oder was?
Okay. Wo sind wir? Das sieht ein bisschen so aus wie das Ende von Tales of Exilia. Aber wo Expedition? Wir kommen da bestimmt hier in die Hölle oder wo auch immer wir gerade sind an. Ne? Farbige Sonnenbrille. Wissens du hast. Da fehlt immer noch was. Ma. Hier mal alles. Hier kann ich aufs Screen was hinschicken. Gebiet frei. Du musst mal die ganzen Sachen hier freischalten, ne? Obwohl. Na komm. Uff, so. Kein Speicherpunkt in der Nähe, ne? Würde ich sagen. Wo sind wir? Wissen wir nicht. Würde ich sagen, ich beende den Part hier und mit Love is it in den Namen sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.